Mahlzeit zusammen. Ja, willkommen zurück auf der Riesenbeck. Wir sind am Tag 6 angekommen. Der letzte Frühlingstag bei uns. Ja, und ja, wir haben neue Gebäude auf dem Hof. Mal hier habe ich von mir die Heutrocknung für Luzerne, Klee und Gras. Ja, und wir haben ja auch nochmal ein Heulager hingestellt. Das ist zwar ein bisschen komisch, irgendwie kann ich hier nichts abladen. Ich muss alles hier in den Trigger einladen und kann es dann da wieder abholen. Das alles ein bisschen umgestellt. Ich kann jetzt hier in dem Heulager kann ich halt Heustrohlager kann ich halt Klee, Luzerne, Gras und Stroh ablagern. In frisch Heu. Ja, und Stroh halt Stroh. Noch mal gucken, weil ich wollte ja noch was hier abgeben. Ja, den New Hollands auch ankommen. Ich würde sagen, achso, ich muss mal gucken. Bei diesen Stromi ich habe den Stromi Mod mit drin und da muss ich noch gucken, dass ich den auch die anderen Stroharten noch mit ins Lager reinpacke. Muss ich mir halt nur die Wildtypes mal angucken, wie die heißen. So. So viel dazu. Ihr habt gerade gesehen, der New Holland ist oben beim Shop angekommen und zwar wollen wir jetzt gleich zum Bierhandel fahren. Wir werden mal ein paar Kühe holen. Weil wir haben das Problem, die Temperaturen passen noch nicht. Ich möchte gerne ich möchte gerne Sojabohnen anbauen. Und ich würde gerne Mais wollen wir ja noch machen. Sehen der MB-Truck, der steht immer noch da. Und wir haben uns jetzt mal von dem Roland-Paket haben wir uns den Tiertransporter hier abgeholt. Und damit werden wir mal losfahren und werden ein paar Kühe kaufen. Das Heu, das wird ja jetzt produziert sozusagen. Und daher habe ich mir gedacht, so kann ich ja dann schon mal ein paar Kühe holen. Ein Tierhändler. Damit wir den heute den Tag ein bisschen rumkriegen und hoffentlich dann morgen. Mal kurz gucken, 6 Tierhändler. Hier zurück und dann nee, rechts rum. Ach stimmt, wir fahren rechts rum. Ja, und hoffen wir, dass wir den am ersten Sommertag denn die richtigen Bodentemperaturen haben. Wir den hoffentlich denn auch die Mais und die Sojabohnen anbauen können. Weil aus den Sojabohnen können wir auch durch den Mod können wir dann auch Stroh gewinnen. Das können wir natürlich auch zum Einstreuen benutzen. Ganz vergessen, ich wollte eigentlich vom Tierhändler würde ich eigentlich gleich mal einen Autodrive-Kurs einfahren. Das habe ich jetzt vergessen. Und wenn wir vom Tierhändler zurück, wenn wir den einbauen. Sprung auf die Straße. Drauf schon so lange her, hier beim Tierhändler war doch hier hin.
So. Wenn man hier Menü. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen. Hier will ich haben. Genau, mit ein paar Holzstein. Okay. 5 Stück. Okay. Kann ich mehr reinpassen? Ne? Ich gerade ein bisschen. So, jetzt haben wir hier mal unter bei der Fischer. Wir werden mal den Kurs hier starten. So, den einmal hier, zack, an. Zack. Hier können wir gleich. Ich den Tierhändler. Vier Händler, oder? Nee, 4 Händler, genau. So. Dann fahren wir mal hier einen schönen Kurs rein. Oh, ich wurde jetzt mal kurz unterbrochen. Und daher muss ich jetzt mal erstmal weiterfahren. Da kommt ein Auto. Ja. Ich wollte jetzt mal unterbrochen, wollte nicht weitermachen. Eigentlich hatte ich auch gehofft, es hat sich jetzt ein bisschen was geändert am Autodrive, weil ich hatte meinen alten Autodrive-Kurs gefunden. Das hatte ich, glaube ich, mal auf irgendeiner Seite hatte ich ihn mal gefunden, der war aber auf Englisch. Das sind alles für mich umgeschrieben auf Deutsch. Aber ja, es funktioniert. Bin ins Spiel rein und hatte wieder meine Kurse, die ich jetzt hier so eingefahren habe. Daher müssen wir jetzt nochmal alles so. Ja, müssen wir halt einfach weitermachen. Oh, ist nicht so schlimm. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun hier. Die Temperaturen passen ja immer noch nicht. Also können wir gemütlich unseren Kurs hier einfahren zum Hof. Mal gucken, ich werde den bestimmt. Späteren Zeitpunkt denn auch nochmal den Kurs nochmal zum Viehhändler einfahren. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir sind jetzt hier und fahren nach links. Durch. Gehen wir jetzt noch nicht, wir fahren weiter geradeaus. Zum Beispiel auf. Nee. Genau, die nehmen wir. Da rechts rein. Wieder im Autodrive, der ein bisschen verrutscht. Ne? Na, hier fahren wir noch weiter geradeaus. Ein bisschen über die Brücke. Aber auch schön hier aus, oder?
ich nochmal darauf achten. Eigentlich müsste gleich vorne an der Kreuzung. Ist eigentlich schon eine fertige Strecke sein, die ja vom Hof wegführt. Genau hier. Das verbinden wir jetzt nur mal. So. Mal wechseln. Wir fahren noch ein Auto. So, du jetzt auch links. So, jetzt stoppen wir das Ganze hier mal. Ja. Wunderbar. So, wir gucken, dass wir von hier aus auf zum Hof kommen. Das ist, glaube ich, noch nicht mit drin. So einfach. Und sonst ist gerade keiner, wunderbar. Nee, den nehmen wir nicht. Doch, wir nehmen den noch. Oh. Achso. Hier habe ich gleich wieder so eine Strecke genommen. Ein zweispuriger. Nicht so viele Probleme haben, aber jetzt muss ich mal gucken. Ich muss, glaube ich, hier vorne. Ja, nur. Und ich muss mal die Tür abgeben. Ja, verschieben. So, die ersten sechs sind da. Und wie werden wir jetzt weiter verfahren? Ich werde jetzt einfach anfangen, am Schluss hier noch so weiter einzufahren, also nochmal zum Viehhändler. Also, ja, wir holen uns auf jeden Fall nochmal 6er. Haben wir 12 Kühe erstmal. Ist jetzt nicht so viel, aber ich denke mal, das sollte eigentlich mal zum Anfang erstmal reichen. Wir haben ja wirklich noch kein Futter. Ich muss jetzt mal warten, dass es fertig wird, dass mein Heu fertig wird. Und natürlich dann gleich an die Kühe verfüttern. Und das werde ich auch in der Zwischenzeit dann schon alles fertig machen. Und mal gucken, dass ich hier. Letztes Mal wollte ich zum Shop fahren, der hat keine Verbindung. Mal kurz gucken, ob ich hier irgendwo was vergessen habe zu verbinden. Eigentlich müsste doch. Oh, alles verbunden. Das ist komisch. Dann ist gleich hier. Müssen mal kurz ins Menü reingucken, ob ich nein. Nichts verbunden, genau. Schön. So können wir den Punkt setzen. Ist doch gut. Mal kurz nach hinten. Ja.
aus, ein bisschen aus. Blockieren die meine Punkte. Ich hab den. Den. Schön. So, dann können wir weiterfahren. As you do. Bist schon pünktlich zu deiner Arbeit. Muss ja auch meine Arbeit tun. Was sagt meine Arbeit erleichtern? Auf der Karte müssen wir jetzt nicht wirklich gucken, weil wir können jetzt einfach nur den Punkten halt folgen. Kommen wir ja wieder beim Händler an. Dann sollte das alles passen. Eigentlich bin ich auch so, eigentlich fahre ich mal gerne erstmal die Straßen komplett ein. Und danach, wo ich die ganzen Punkte aus, die wir brauchen. Ja, klar. Scheint hier. Ich habe auch noch nicht das Update gemacht. Es gibt dann die neue Version, die 1.1.0.6 vom Autodrive. Die habe ich noch nicht. Aber ich sehe gerade auf der Uhr, ups, wir sind schon ein bisschen drüber. Aber ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin erstmal eingehauen, abgeklatscht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.